Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr kennt hoffentlich alle den Fonds Soziale Sicherung, der jetzt seit über 10 Jahren und inzwischen in 100 Eisenbahnverkehrsunternehmen Kolleginnen und Kollegen unterstützt in den Bereichen Gesundheitsleistungen, Kinderbetreuung, Weiterbildung, Technikzuschuss etc. Wir haben jetzt gesehen, es gibt Bedarf in den Bereichen Wohnen und Mobilität. Das wird einfach beides immer teurer und stellt eine zusätzliche Belastung für die Kolleginnen und Kollegen dar. Wir haben deshalb beim Bündnis für unsere Bahn mit der DB AG eine neue gemeinsame Einrichtung vereinbart. Das ist eine ganz große Errungenschaft, die wir als EVG neu haben, den Wohn- und Mobilitätsfonds. Alle förderberechtigten Mitglieder werden jetzt angeschrieben. Fast 100.000 Mitglieder bekommen Post, können sich sehr einfach im Internet registrieren lassen auf der Startseite, um die Startleistung und eine weitere Leistung im Wohnen oder im Bereich der Mobilität zu bekommen. Wir werden das weiter ausbauen, so wie das alle kennen beim Fonds Soziale Sicherung. Und wir freuen uns über diese wirklich große Errungenschaft mit dem BOMO-Fonds.